Okay, es geht weiter. Schon gut, wir haben verstanden. Also, wir mussten die Leute ins Krankenhaus bringen. Ich habe keine Sensobohnen mehr. Ich habe in meinem Beutel, guck einfach nach. Aber nein. Also liegen sie alle hier? Ja, etwas da drüben. Nein, etwas da droben. Nicht weinen, Bohnen, Mom. Ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert sie nicht. Und vielleicht ist das gar nicht möglich. Aber mach dir keine Hoffnungen. Ich will nur sagen, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, alle zurückzuholen. Was? Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber Krillin, du hast wohl vorhin davon gesprochen. Was ist es? Sag uns doch. Wartet, ich zahle es euch später. Na, Sparta. Mutten Roshi, hier liegen sie. Wir mussten sie mit hineinbringen. Du meine Güte, das ist aber ziemlich brutal. Jetzt müssen wir noch Shaozu finden, aber den findet ihr nie. Er hat sich in die Luft gejagt. Ich wünschte, wir könnten sie alle zurückholen. Ihr Opfer war einfach zu groß. Es macht mich wütend, dass ich so hilflos bin. Meister Quitte. Ist schon gut. Ich werde fahren. Ich habe mich jetzt beruhigt. Das ist bitter. Son Gohan, du bist wach? Hä? Keine Angst. Mama ist bei dir. Mama! Oh, mein armes Baby! Du hast so viel durchgemacht, aber jetzt wird alles wieder gut. Chi-Chi redet, Son Gohan achtet nicht mal. Du warst gut, Son Gohan. Ja, wir haben es geschafft. Was? Wo ist der Saiyajin hin? Er ist weggelaufen, entkommen. Aber wir haben es ihm gegeben. Der kommt vermutlich nie wieder. Wo ist Papa? Siehst du doch. Dieses dämliche Grinsen. Hinter dir, Son Gohan. Dank euch bin ich am Leben geblieben. Aha. Hehe. Oho. Aha. Hihi. Oho. Sehahaha. Krillin. Sagst du uns jetzt, wovon du vorhin geredet hast? Ach ja, richtig. Die Saiyajin scheinen durch Raditz von den Dragonbots gehorcht zu haben. Als Son Goku gegen kämpfte. Sie haben erfahren, dass ihr Wunsch ihnen gewahrt werden kann. Deshalb kamen sie auf die Erde, wegen der Dragonbots. Wirklich? Ja. Aber als sie Piccolo sahen, haben sie etwas Seltsames gesagt. Sie nannten ihn einen Namikianer. Anscheinend waren Piccolo und Gott früher mal Aliens. Dann hat er gesagt, dass es wahr sein muss, dass es auf Name geheimnisvolle Balle gibt, die Wünsche erfordern. Er sagte, wenn sie auf der Erde nicht bekamen, konnten sie auf Name gehen. Das stimmt. Das habe ich auch gehört. Sie haben gesagt, die Namikianer konnten sie herstellen. Falls wir irgendwie nach Namek kommen konnten, dann konnten wir dort vielleicht Dragonbots finden. Interessant, dann konnten wir alle zurückwünschen, die gestorben sind. Und Piccolo. Ja, auch Piccolo und Gott. Dann wurden die Dragonbots hier wieder erscheinen. Oh, meine Lesekunst, verdammte Scheiße. So haben Son Goku und seine Freundin einen Weg gefunden, ihr verstorbenen Kameraden zurückzuholen. Doch wo kann der Planet Namek liegen? Würden sie wirklich neue Dragonbots finden? Und was würde so dort erwarten? Ach, die Übersetzer. Den Rest der Geschichten heben wir uns fürs nächste Mal auf. Dun 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 dun. Fortsetzung folgt. Also es wird einen zweiten Teil geben und den werde ich auch 100%ig let's playen. Dragon Ball Z, Attack of the Saiyajins. Ach, endlich ist dieses Projekt vorbei. Ach, dieses Projekt war einfach Hammer. Der Secret Boss war einfach Hammer und Vegeta, in seinen Face. Einfach Scheiße, einfach Kacke von ihm. Ich habe ihn alle hochgenommen. Ich habe eigentlich alles gezeigt, außer die Wünsche, aber das habt ihr bei Part 56 ja gesehen, wie man die ganzen Wünsche erfüllen lässt. Einfach alle Dragon Ball suchen und einfach erfüllen lassen und dann habt ihr das. Kein Problem. Und ja. Das ist einfach keine Kleinigkeit. Das war einfach eine Kleinigkeit und ja. Es war einfach ein tolles Projekt und ich habe viele Aufrufe oder so maximal 65 so. Der andere Let's Player, der auch das Let's Play und nicht so weit ist, hat irgendwie 100 Aufrufe. Naja, vielleicht gefällt es ihnen. Also ein paar Leute gefällt es vielleicht bei ihm, die Let's Plays, bei mir nicht.
Jedermanns Sache, also ist nicht meine Entscheidung. Ihr könnt gucken, was ihr wollt. Es ist eure Entscheidung, ja, wie gesagt. Also vom Projekt, was soll ich sagen? Beim Bewerten bin ich immer so emotional. Also mir ist egal, ich bewerte es einfach so. Ich finde es gut. Man kann es spielen. Und ach ja, es kann sein, dass es bald PSP-Let's Plays von mir gibt. Ja, ich hole mir eine PSP und Spiele kann ich mir wie Birth by Sleep oder Crisis Core holen. Also ausleihen und dann kann ich die Let's Playen. Also, ja, so wird es vielleicht sein. Damit, dann kann ich PSP-Let's Plays machen. Und dann habt ihr neue Projekte von mir. Dann kann ich auch die ganzen anderen Let's Plays, also für Kingdom Hearts 1 und 2 kann ich dann Let's Playen für euch. Damit die ganze Kingdom Hearts Reihe auf meinem Kanal habe für euch. Könnt ihr dann alles danach, nacheinander angucken, wenn ihr wollt. Und ja, das wollte ich nur kurz erwähnen. Aber dieses Projekt war einer von den guten Projekten, Dragon Ball Z spielen. Es wird noch Dragon Ball Origins kommen. Das wird noch kommen, aber erstmal muss ich noch Raiden Historia so durchspielen. Das Projekt wird sowieso lange dauern. Ach, ich muss die anderen GBA-Projekte noch fertig werden. Ja, ich muss die noch fertig werden. Ja, ich muss die noch fertig bekommen. Das ist wichtig. Ich glaube, das mache ich auch demnächst. Ich werde erstmal die GBA-Projekte fertig bekommen. Damit ich endlich weiterkommen kann. Da muss ich auch noch One Piece krieg. Werde ich sowieso ein Safe State von Musti, werde ich jetzt schon ankündigen, also ein Safe State von Musti bekommen. Also holen. Da habe ich alles geholt schon von Musti. Also er hat alles geholt. Da zeige ich euch noch die geheime Insel und alles mögliche und die Kämpfe und die ganzen Special Moves von den ganzen Charakteren und alle Support Charaktere, die man holen kann. Weil das ganze Trainieren bei One Piece dauert einfach zu lange. Weil ich muss alle Charaktere auf maximal trainieren, damit ich überall weiterkomme und die ganzen Geheiminsel finde und das dauert einfach zu lange. Und wie schon gesagt, RPGs werde ich locker trainieren. Aber solche Action-Rollenspiele oder wie das heißt, da ist nicht mein Ding zu leveln. Das dauert einfach mir zu lange. Ich werde einfach von Musti holen und dann zeige ich euch einfach, wie das alles ist. Da werde ich euch alle Charaktere zeigen. Und dann habe ich das Projekt auch bald fertig. Dann fehlt mir noch The World's End with You. Das werde ich dann auch noch machen. Was noch? Raiden Historia, The World's End with You. Naruto muss ich noch zu Ende machen. Das ist sowieso bald zu Ende. Also glaube ich, das mache ich auch demnächst. Da kommen noch ganz andere Projekte noch von mir, wie Suikoden vielleicht, kommt noch. Ja, das Projekt, dieses Spiel ist auch richtig geil, das muss man auch gezeigt haben, das werde ich euch zeigen, ist klar. Suikoden und SNES-Spiele kann ich momentan nicht machen, weil mit meiner Grafikkarte ist das nicht irgendwie kompatibel, also funktioniert nicht, deswegen werde das noch eine Weile dauern, bis ich einen Laptop hole, da, wo ich das Let's Playen kann. Also das dauert noch eine Zeit noch. Aber momentan müsst ihr euch mit GBA und anderen Spielen zufrieden geben. Golden Sun werde ich auch noch machen. Ich habe auch Golden Sun die dritte, also die Fortsetzung. Dir werde ich so doll in den Arsch treten, du kleine Missgeburt. Einfach in den Arsch treten. Ach ja, okay. Das war's jetzt von dem Projekt, was ich eigentlich erzählen wollte. Golden Sun wird noch alles kommen. Alle RPGs für GBAs, die es je gegeben hat, werden noch kommen. Alles von mir. Dragon Ball Z, Sonic Warriors, Dragon Ball Z, Erbe von Sokoku 2 und 3. Kommt noch alles. Macht euch auf was gefasst. Es wird ein tolles Weihnachten und ihr werdet alles noch schöne von mir erleben. Das war jetzt alles Informative von mir und wir sehen uns bei meinem nächsten Projekt. Tschüss.